Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem HK-TV. Mein Name ist Sina Mickert aus dem Service Center und ich stelle Ihnen heute die neue Funktion Anträge zwischenspeichern im Extranet vor. Dieser Wunsch wurde sehr oft an uns herangetragen und haben wir nun umsetzen können. Ich zeige Ihnen gerne die neue Funktion. Dazu loggen wir uns einfach mal ins Extranet ein. Über Vermittler, HK Extranet öffnen. Jetzt sehen Sie die Startseite unseres Extranets. Wir berechnen einfach mal eine Privathaftpflichtversicherung. Nehmen wir an, der Antragsteller ist 60 Jahre alt. Und ich entscheide mich für den Einfach-Gut-Tarif und habe hier unten nun die Auswahl Angebot anfordern oder Antrag stellen. Hier gehen wir nun auf Antrag stellen. Nun können wir die weiteren Angaben des Antragstellers vervollständigen. Die Angaben zum Vorversicherer, Laufzeit und zum Beispiel zur Bankverbindung. Oftmals ist es ja so, dass man gerade einen Antrag eingeben möchte und dann fehlen noch Angaben wie zum Beispiel die Bankverbindung. Sie haben jetzt nun die Möglichkeit, den Antrag zwischenzuspeichern, zum Beispiel beim Kunden eine Bankverbindung zu erfragen und sich das Ganze dann wieder aufzurufen. Über Antrag zwischenspeichern wird der Antrag dann vorab gespeichert. Dazu muss man hier oben mindestens Vor- und Nachname eingeben. Dann hat man die Möglichkeit, den Antrag zwischenzuspeichern. Und der Antrag findet sich nun auf der Startseite unter Vermittler, Meine Post, zwischengespeicherte Anträge wieder. Hier haben Sie die Angebotsnummer mit dem Datum und dem Antragsteller. Hier hinten können Sie das Ganze als PDF öffnen, sich zum Beispiel ausdrucken oder per E-Mail versenden. Und Sie können hier über Antrag im Tarifrechner öffnen, die weiteren Angaben, die Sie nun erfragt haben, ergänzen und den Antrag wie gehabt über Weiter dann online versenden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn noch Fragen sind, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. Bis dahin und bis bald. Tschüss.